Hallo. Hey, hallo und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Das ist so Schrott, wenn man es länger hat. Ja. Oh, dieses T-Shirt ist ja echt voll im Arsch. Das sollte ich nachher in die Wäsche schmeißen. Oh, da kam gerade so was ganz blöd Staubiges hoch. Ja, egal. Es soll jetzt nicht um das T-Shirt gehen. Wir sind jetzt hier beim zweiten Teil mit Fragen an Mama. Und ja, ich würde dann einfach jetzt anfangen. Dieses Mal geht es um Asperger-spezifische Themen. Also, was hättest du am Tag, als die Diagnose gestellt wurde, gerne gewusst, was die größten Schwierigkeiten, die auf dich zukommen und Papa sein werden? Unsere Gedanken waren jetzt erstmal, oh Scheiße, was ist denn das? Also hätten wir da ein bisschen mehr vorher schon gewusst, wäre manches klarer gewesen. Und dann muss sich jeder selber auch mit Informationen versorgen. Die Diagnose alleine nützt nichts. Da habe ich angefangen, ja, Literatur zu lesen drüber. Versucht, Menschen mit Kindern mit Asperger zu finden, zu treffen, auszufragen. Das ist so die erste Phase. Welches Buch würdest du, wenn du mal so zurückdenkst, am ehesten empfehlen? Welches Buch hattest du so das Gefühl, das trifft es richtig gut? Es gibt nette Comics. Findefuchs heißen die, glaube ich. Und das ist eine Asperger-Autistin, die Grafikerin ist und die macht tolle Bücher. Da gibt es auch eins seit kurzem in mit englischem Titel. Und ja, die Comics sind toll, die sind sehr treffend formuliert. Und dann ist, so, wie heißt die jetzt? In Amerika eine Aspergerin. Komme ich nicht mehr. Ist weg. Tja, Also, unter Findefuchs gucken. Findefuchs ist der Tipp. Also, was würdest du sagen, hättest du dir gewünscht als Unterstützung zu Zeiten von Schule? Ich bin nach vielen Jahren drauf gekommen, dass es eine Handreichung vom Oberschulamt für die Lehrer gibt zu autistischen Kindern. Das habe ich aber so in der vorletzten Klasse erst rausgefunden. Zu spät. Ja, das wäre vorher hilfreich gewesen. Aber vielleicht gab es auch vorher nicht. Das weiß man nicht. Weiß ich nicht. Und was Doch, ist das das? gab es schon. Was ist diese Handreichung? Ja, dass Lehrer informiert werden, mit welchen Besonderheiten das Kind zu kämpfen hat. Vielleicht Orientierungslosigkeit, vielleicht der Hinweis, jetzt ist Pause oder auch die Hilfestellung, du musst nicht auf den Schulhof, es gibt eine Ecke für dich oder was ist da noch drin? Dass man nicht unbedingt in die Mittagsschule muss, wenn es nicht geleistet werden kann. Also solche Dinge stehen da drin. Mist, dass wir das nicht früher rausgefunden Mist. haben. Ich will auf die Geschichte, wo ich nach Hause gelatscht bin, hinaus. Die, wo ich über diesen ewig langen Weg, darauf will ich gerade hinaus. Ach, Ich das war, überlege ja, jetzt das gerade. war ja so, dass hätten die Lehrer gesagt, dass du eine Stunde früher aus hast und hätten die mich informiert, wäre ich wie immer an der Schule gestanden. Und da es eine neue Schule war, wäre es ja um vieles wichtiger gewesen. Aber diese Info fehlte, du warst stinksauer, dass ich nicht da war und ich habe dich in der halben Stadt gesucht. Wenn ich dann nach Hause versucht habe zu latschen. Zu laufen, Nee, ich war wirklich zu latschen. rennen. Ich war am Latschen. Mir haben auch die Füße danach so weh Das getan. stimmt. Oh, ich Aber ich hab's. wollte dich ja unterwegs einladen ins Ja. Auto. Ich habe dich Ja. gefunden, Ja. bin im Schritttempo neben dir hergefahren. Eigentlich hätte dir eine Ohrwatsche gehört. Und du wolltest
wollte ich nicht mal vor Wut ins Auto einsteigen, weil ich der Schuldige aus deiner Sicht war. Ja, sie hat mich vergessen, war so das damals so der Gedanke. Ja, also das ist dann das, was dann, wenn es nun läuft, passieren kann. Heutzutage mit Technik, also mit der Handytechnik, würdest du sagen, dass es dann vielleicht leichter ist durch die durch so Geschichten wie Navigation mit dem Handy? Denk schon, wobei ich selber ja kein Handy habe, und aber dir selber hilft es. Aber du kannst zumindest anrufen, wo bin ich? Aber jetzt mal ganz ehrlich, nicht nur, ich will auf die Hasensteig-Geschichte hinaus. Auf was? Die Geschichte hat so Leo Steig geholt. Ja gut, die Navigation nützt natürlich auch nichts, wenn man keinerlei Ahnung hat nach von Norden, Süden, Osten und Westen. Und wenn man einen halben Kilometer nach der Abzweigung erspült. Ich glaube, da wäre es rechts gegangen. Genau, dann nützt das wenig. Würdest du sagen, was würdest du als die Top 3 Problematiken von Aspergern bezeichnen? Die Top 3. Ja, Top 3. Sturheit. Das meine ich ja jetzt nicht. Naja doch, da kommen doch so Ticks, wenn Inselbegabungen sind, dann auch gepaart mit Ticks. Und die sind natürlich für eine Familie sehr herausfordernd. Und dann ist vieles direkt Gesagtes wirkt sehr unfreundlich und verletzend. Das waren die Top 3. Ah. Was würdest du sagen, womit ich die größten Probleme habe? Also im Sinne von als Asperger. Die Top 3 der. Na, sowas wie mit Wasserproblematik. Ja, also das Wasser, das hatten wir ja schon genannt. Dann Höhen und Tiefen. Ich stelle nie Elena auf einen Stuhl, die kommt nie mehr alleine runter. Also das Raumgefühl. So kannst du wenigstens verhindern, dass ich Mist baue, wenn du mich irgendwo drückst. Und Orientierung in Raum und Zeit, aus Zeitgefühl. Mhm. Ja. Dass eine Stunde auch Minuten hat, das kommt nicht im Kopf an. 16, das ist nicht wahr. 16, Viertel, halb, Dreiviertel, ja. Dass man eine Stunde auch einteilen kann. Genau, das meinte ich. Wow, mir platzt. Ich krass das Gefühl, wie das geht. Also wenn man um 16 Uhr gerichtet sein muss, das klappt am besten. Ja. Ganze Stunden. Und wenn man dann um eine Minute vor 17 Uhr schimpft und sagt, wir sind um 16 Uhr verabredet, das ist ja noch 16. Ja, genau. Wie 16:59 Uhr. Ja, es ist noch 16. Das muss man definieren. Ja, 16 ist 16:59 Uhr. Ja. Ja. Jetzt mal gefragt, wieso nennst du 16:59 Uhr und nicht auf die andere Art? Ja, weil du nur eine digitale Uhr überhaupt begreifst, eine analoge Uhr geht nicht in deinen Kopf. Fragen, das ist so komische Fragen, ja, stellt, auf die man auch die Antwort kennt, aber weiß es Mama vielleicht auch. Ja. Was würdest du sagen, was ist das Wichtigste so im Alltag? Ja, das Strukturierte. Also als du kleiner warst, ging es nur, wenn ich mich benommen habe wie ein Kommandant auf dem Kasernenhof. Mach das, mach das, mach das. Mach das um 11, mach das um 12, mach das. Und dann ging ganz gut. Ja. Aber eben strukturiert, klar, kleiner als Ansage, später. Vielleicht ein bisschen höflicher. Ach, als Wunsch. Ach so, und ganz später vielleicht noch höflicher als Bitte, weil man dann selber verantwortlich ist, ob man was tut oder nicht. So nennt sich das also mit Geh ins Bett. Genau. Geh ins Bett heißt Geh ins Bett. Ja. Punkt. Was würdest du
Eltern von Aspergern als Tipp an die Hand geben zur Pflege nach dem Overload. Ein Overload ist, wenn das Gehirn überladen ist und mehr oder weniger die ganzen Eindrücke zu viel geworden sind. Nur als kleine Erklärung für alle die, die das noch nicht wissen. Fiel den Satz, geh ins Bett und schlafen ist das Einzige, was hilft. Ja. Was würdest du als Schwierigkeit bei der Pflege nach dem Overload betrachten? Oder was ist, was, wie sieht die Pflege bei mir aus da? Ja, das ist ja nicht bei jedem Asperger-Autisten gleich. Bei dir ist die Sprache weg, die Motorik weg. Da bist du wie ein zweijähriges Kind. Da muss alles, die Versorgung muss übernommen werden. Ja. Ja. Was würdest du Eltern als Tipp an die Hand geben, wenn ein Asperger ein gewohntes Produkt nicht mehr bekommen kann, weil es zum Beispiel es nicht mehr gibt? Gar nichts. Ist für Eltern fast unlösbar. Gehe mit dem Asperger ins Geschäft, lass an allem riechen, wenn das nicht verboten ist, und hoffe, dass es ein Ersatzprodukt für gibt. Wir haben endlich wieder ein neues Waschmittel. Und es ist sogar noch dieselbe Firma, aber anderes Waschmittel, weil das alte hat gerade furchtbar gestunken. Wo wir beim Thema sind, wie ist es mit Gerüchen? Ja, dir sind andere Gerüche unangenehm wie mir. Und du bist sehr empfindlich bei Gerüchen, wobei ich es Gott sei Dank auch bin, aber nicht immer bei den gleichen Gerüchen. Wie würdest du sagen, wie wichtig ist familiärer Rückhalt und Unterstützung für Eltern von Asperger? Für die Eltern? Geht ja, da gibt es selten familiären Rückhalt. Das ist Wunschtraum, es sei denn, man hat ganz, ganz verständige Großeltern. So wie wir. Genau. Was würdest du sagen für Eltern, die sich irgendwie schuldig oder schlecht oder... Ja, was würdest du sagen für all die, die immer diesen Satz zu hören bekommen, warum stellt sich euer Kind denn so an? Wann wird es denn selbstständig? Und solche Sachen. Das sieht keiner. Da gibt es kein Patentrezept. Am besten sagen, weiß ich auch nicht. Oder gar nichts sagen, überhören. Oder wird man sehen, kommt auf. Oder geht euch nichts an. Naja, das ist zu unhöflich. Das ist ja meistens auch nur nett gedacht. Ja. Aber kommt nicht so nett an. Ja. Gut. Ich glaube, fällt dir noch was ein? Was Fragen so können ja gestellt werden. Ihr könnt auf jeden Fall... Oh, ja. Wie wichtig würdest du Kontakt mit Tieren bezeichnen? Sehr wichtig. Ja. Das sieht man ja an deinen vielen Hasenvideos. Deine kleinen... Karnickel sind dir sehr wichtig und ein Asperger hat nicht zu wenig Gefühle, sondern eher zu viel. Und mit Tieren geht es besser als mit Menschen. Die sind nicht so anstrengend. Ja, und Tiere sind klarer. Entweder sie wollen kuscheln oder sie beißen dich. Ja. Fertig. Und was würdest du noch als Tipp an die Hand geben, wenn der Asperger nicht das einzige Kind ist, sondern es noch Geschwisterkinder gibt? Jedes Kind auf seine Art großziehen. Und wenn es Differenzen gibt, müssen die das ab einem bestimmten Alter selber klären. Wenn sie kleiner sind, müssen auch bei anderen Kindern die Eltern eingreifen. Ja. Jetzt hast du noch was gesagt, was mich das eine Frage aufgeworfen hat und jetzt habe ich schon wieder vergessen. Schübeck. Ja. Nein, Schübeck. Was soll es nicht sein? Gesichtsblindheit. Was würdest du noch als Tipp oder besser gesagt als Empfehlung mitgeben, in Anbetracht von, dass es auch Asperger gibt, die Gesichtsblindheit haben? Das heißt, dass man keine Gesichter erkennt
und dass man die Leute somit nicht voneinander unterscheiden kann. Das ist keine Böswilligkeit, wenn ich nicht weiß, wer Tante Irmentrud ist, sondern ich weiß es einfach wirklich nicht. Was würdest du da für einen Tipp an die Ja, wir Hand haben ja geben? den Trick dann angewendet, wenn zum Beispiel Besuch da ist und du kommst mit ins Zimmer, dass ich sage, wer anwesend ist. Ja, Ja. das ist so. Das geht ja vielleicht so ganz Ja, gut. Ja. das denke ich, das war's. Jo, ich habe voll Kopfweh. Entschuldigung. Ja, das war der zweite Teil dieses Interviews. Ich würde sagen, wir haben jetzt vieles erfahren und auch vieles mal aus einer anderen Perspektive, weil meistens habt ihr immer nur meine Perspektive. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss.